Im Jahre 1997 befanden sich die 118 East Coast Crips im Krieg mit den um sie herumliegenden Blood Gangs. Und zwar den Athens Park Bloods, Miller Gangster Bloods, Denver Lane Bloods und den Bounty Hunter Bloods. Viele Mitglieder dieser Banden gingen auf die Centennial High School, einer Schule in Compton, die von Blood-Mitgliedern dominiert wird. Etliche dieser Bloods fuhren auf dem Weg zur Schule mit dem Bus durch das Viertel der 118 East Coast Crips. Und immer als diese Schulkinder Crips sahen, beschimpften sie sie, schmissen ihnen Blood-Gang-Zeichen zu und provozierten sie somit. Irgendwann reichte es den Crips und sie entschieden sich, etwas dagegen zu unternehmen. 15. Januar 1997. Ein paar Jugendliche der 118 East Coast Crips schmiedeten den Plan, den Bus anzuhalten, einzusteigen und die darin sitzenden Bloods zur Rede zu stellen und anzugreifen, wenn nötig. Es war aber nicht die Rede davon, jemanden zu erschießen. Wilbert Pugh, auch als Lil Evil bekannt, koordinierte den Angriff, da er zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre alt war und somit zu den älteren G's gehörte. Am nächsten Tag, den 16. Januar, trafen sich die Gangster an der Kreuzung Imperial Way und Avalon Boulevard und warteten. Als dann der Bus gegen 3:30 nachmittags an der Haltestelle eintraf, stiegen die Mitglieder der Crips mit Schusswaffen in den Händen ein. Ein 17-jähriges Mädchen namens Corey Williams saß neben ihrer 18-jährigen Freundin Tammy Freeman. Auf dem Platz hinter ihnen befand sich der 16-jährige Tyrone Lewis, der an diesem Tag ein rotes Tommy Hilfiger-Shirt trug. Als die Crips ihn erblickten, rief einer von ihnen laut "Slob on a bus!". Der Begriff Slob wird von Crips als Schimpfwort für Bloods verwendet. Ein weiterer Crip stieg mit ein und schrie "This 118 East Coast Crips! Y'all got a problem with us? Fuck Slob! This BK all day!". BK steht für Blood Killer. Die Crip-Mitglieder stiegen wieder aus dem Bus, wo der Rest der Clique wartete. Pugh, aka Lil Evil, befahl seinem Homie, dem 16-jährigen Robert Johnson, auch bekannt als Lil Bob oder Baby Kiko, den Motherfucker abzuknallen. Johnson zögerte nicht lange, packte seine Knarre aus und schoss von draußen in Richtung Tyrone Lewis. Seine Homies feuerten ihn dabei an. Innerhalb des Busses brach Chaos aus. Alle schrien panisch um ihr Leben und versuchten sich unter den Sitzen zu verstecken. Lewis schaffte es, sich blutüberströmt nach vorne zum Busfahrer durchzudrücken und rief ihm zu, in die Pedale zu treten. Die Crips machten sich daraufhin aus dem Staub. Das Blut auf Lewis' Shirt war nicht sein eigenes, er war unverletzt. Doch Corey Williams, das Mädchen, das vor Lewis gesessen hatte, wurde angeschossen. Eine Kugel durchdrang ihre Atemwege und Blut spritzte ihr aus dem Hals. Ihre Freundin Tammy Freeman presste ihre Hände auf die Wunde, doch nur mit mäßigem Erfolg. Corey wurde zum King Drew Krankenhaus gebracht, doch wurde gleich bei ihrer Ankunft für tot erklärt. Auch Freeman wurde in die Schulter getroffen, doch sie erholte sich wieder. Pugh und Johnson flohen nach dieser Tat nach Milwaukee, Wisconsin. Doch der Rest der Beteiligten blieb in South Central. An einem Nachmittag chillten diese im Garten eines ihrer Homeboys, rauchten Gras und tranken Alk, nicht weit vom Tatort entfernt. Sie machten sich über die Schießerei lustig und feierten sich dafür. Doch ein Nachbar konnte Teile des Gesprächs aufschnappen und benachrichtigte die Polizei. Ungefähr eine Woche später wurde Johnson in Milwaukee verhaftet und circa ein Jahr nach der Schießerei dann auch Pugh. Johnson gestand. Die beiden wurden zusammen mit einem weiteren Mittäter namens Randall Amado verurteilt. Der 18-jährige Amado und der 20-jährige Pugh bekamen 27 Jahre Haft. Der Schütze Robert Johnson 35 Jahre. Corey Williams stand auf Oldies Musik und Horrorfilme. Sie war kurz davor, die Highschool zu absolvieren. Ihre Mutter bestand darauf, dass sie mit dem Bus zur Schule fährt, denn das war ihrer Meinung nach sicherer als zu Fuß zu gehen. Der Schauspieler Bill Cosby trat mit Coreys Mutter in Kontakt, um sein Beileid auszusprechen. Denn auch Cosbys Sohn Ennis wurde nämlich genau am gleichen Tag umgebracht. Ennis war gerade dabei, einen seiner Reifen zu wechseln, als er mit einer Waffe überfallen und dabei in den Kopf geschossen wurde.